Hallo und herzlich willkommen bei Energiewirtschaft einfach, der Online-Akademie für die Energiebranche. Mein Name ist Carsten Eckert und heute geht es nochmal um den 24-Stunden-Lieferantenwechsel. Der wird uns in den nächsten Jahren noch ein bisschen weiter begleiten. Jahre sage ich, weil, naja, wir sind jetzt immer noch am Anfang des Festlegungsverfahrens bei der Bundesnetzagentur, aber das habt ihr ja vielleicht schon gesehen, am 20. Juni gab es hier eine zweite Konsultation und das ist natürlich für uns dann auch interessant. Wenn wir da reinschauen, sehen wir, okay, wir sind immer noch im Verfahren, was bereits im Februar eröffnet wurde, ne? So ein Festlegungsverfahren, das dauert jetzt so lange, bis man praktisch so die, ja, die regulatorischen Rahmenbedingungen einmal fertig aufgestellt hat und dann ist das erstmal so im Go Live, ne? Und dann irgendwann gibt es vielleicht mal noch Anpassungen, aber das ist dann, ich sag mal, alles im Nachgang. Und damals hatten wir aber auch schon diese erste öffentliche Konsultation, das haben wir auch hier auf dem Kanal besprochen. Da haben wir unter anderem gesehen, dass die Marktregeln GPK und WIM geteilt werden sollen in mehrere Unterteile. Ne? Vielleicht erinnert ihr euch, da gab es dann auch nochmal hier einen Mesh-Stimmbetreiber-Rahmenvertrag und ein paar Rahmeninfos zur Blindarbeitsabrechnung, dann mit der Netzlokation in Zukunft. Ne? Das kennen wir. Jetzt ist es so, dass, wie wir auch auf diesem Kanal unendlich oft besprochen haben, das Smart Meter Gesetz, also das Gesetz zum Neustart der Digitalisierung der Energiewende, GNDEW, im Mai in Kraft getreten ist und dementsprechend wahrscheinlich auch Änderungen in Richtung der Mesh-Stellenbetriebsabrechnung und des Mesh-Stellenbetreiber-Rahmenvertrages gekommen sind, die wir jetzt beachten müssen. Und dementsprechend gibt es hier neue Dokumente, die jetzt nochmal konsultiert werden in ihrer neuen Form. Und zwar haben wir hier einmal das Dokument Mesh-Stellenbetriebsabrechnung gegenüber dem Netzbetreiber. Das ist eine Ergänzung für die GPKE. Und wir haben mit der Änderung des Mesh-Stellenbetreiber-Rahmenvertrages einfach nochmal ein paar Anpassungen in dieser Vorlage. Und diese sind bis zum 10. Juli mit der klassischen Excel an die klassische E-Mail-Adresse zu konsultieren. Also wer da nochmal einen Hinweis hat oder einen Änderungsvorschlag oder eine Anmerkung, kann das an die Bundesnetzagentur schicken. Gucken wir einfach mal rein, diese beiden Dokumente, dann kommen wir da, denke ich, relativ schnell voran, uns da ein weiteres Bild zu machen. Wie gesagt, das erste war hier benannt als Mesh-Stellenbetriebsabrechnung gegenüber dem Netzbetreiber. Das ist, wie wir hier sehen können, eine Ergänzung der GPKE Teil 3, Fokuskonfiguration und Steuerbefehle. Ich habe ja gerade eben schon mal erwähnt, wir haben hier diese Vierteilung der GPKE und dahinter steckt schlussendlich, dass wir die, ich sag mal, thematischen Kategorien dieser Marktregeln ja voneinander trennen. In Teil 1 haben wir praktisch so allgemeine einführende Prozessbeschreibungen, das Thema allgemein, könnte man sagen. Teil 2 hat dann die, es nennen sich Zuordnungsprozesse, das ist also im Großen und Ganzen der Lieferantenwechsel, na, mal so einfach ausgedrückt. Teil 3, das ist, wie wir hier schon sehen konnten, Konfiguration und Steuerbefehle. Das sind also gewissermaßen die Smart Meter Themen, um das mal so flapsig auszudrücken. Und Teil 4 sind die Stammdatenprozesse. Dementsprechend ist das hier die Aufteilung. Bei der WIM übrigens nur, dass wir hier die Basisprozesse haben und dann die Messwertübertragung in Teil 1 und Teil 2. So, jedenfalls haben wir jetzt im Teil 3 Fokuskonfigurationen hier eine Ergänzung, könnte man rauslesen, zukünftige Kapitel 4, 5 und 6. Und jetzt mache ich an der Stelle mal einen kleinen Trick und packe euch hier daneben mal die ursprüngliche GPKI-Fassung, die wir also hier weiter unten gefunden haben, ne? Hier diese Teil 3. Wenn wir hier mal so runterscrollen bis ans Ende, sehen wir, da geht es nur bis Kapitel 3. Das heißt, Kapitel 4, 5 und 6 sind jetzt einfach eine Ergänzung, die kommt zusätzlich dazu. Das ist also neu, keine Änderung, sondern wirklich neu dazu. Das ist also auch für das jetzt Durcharbeiten einfacher, ne? Wir müssen jetzt keine Vergleiche machen, sondern einfach nur verstehen, hier kommt was ganz frisch dazu. Und dann sehen wir hier, ne? Mesh-Stellenbetrieb mit intelligentem Messsystem gegenüber dem Netzbetreiber. Und da steht hier immer wieder, ne? Mesh-Stellenbetrieb gegenüber Netzbetreiber. Was steckt dahinter? Es ist im Großen und Ganzen das, was ja im Gesetz gekommen ist, diese anteilige Verrechnung der Preisobergrenzen, also der Entgelte für den Mesh-Stellenbetrieb, wo ja praktisch nur ein kleiner Teil vom Endkunden bezahlt werden soll und die restlichen teilweise ja 80% vom Netzbetreiber. Und das ist es, ne? Mesh-Stellenbetrieb gegenüber dem Netzbetreiber, also auch Preisblatt, ne? Und Abrechnung gegenüber dem Netzbetreiber. Ah ja, das ist also dieser Anteil, der beim Netzbetreiber verbleibt und der jetzt praktisch vom Messstellenbetreiber abgerechnet werden soll. Das ist hier die Neuigkeit, die ist ja auch mit diesem neuen Gesetz zum Neustart der Digitalisierung der Energiewende gekommen. Also
ist das das neue Thema. Ich mache es mal wieder groß. Im Großen und Ganzen ist das jetzt nicht besonders überraschend, dass wir hier einfach nur eine Prozessbeschreibung, wie wir sie ansonsten auch kennen, finden, die das Ganze jetzt rüberbringt. Einmal das Preisblatt, ne? Also wie wird zwischen den Marktteilnehmern hin und her geschickt, dass es jetzt, oder ja, welche Gebühren es da gibt, welche Kosten es da gibt. Und dann ist hier eine klassische Prozessbeschreibung mit der einführenden Tabelle, mit dem Sequenzdiagramm, relativ einfach, ne? Preisblatt wird übertragen, mit dann hier der Fristerklärung, ja, wie das Ganze hier zu tun ist. Und dann kommen wir schon zum nächsten Use Case, ne? Abrechnung des Ganzen, wo wir auch diverse Rahmenbedingungen haben, weil es gibt da ja Sonderregeln mit dem durchschnittlichen Verbrauch der Marktlokation über die letzten Jahre. Ne? Da haben wir so diverse Richtlinien, wie man auf die Mittelwertberechnung dann kommt. Und dann hier auch eine ganz simple Abrechnungssequenzdiagrammlogik, wie wir sie aus der meinetwegen Netznutzungsabrechnung kennen würden. Die Rechnung vom MSB an den Netzbetreiber, der antwortet mit Ja, Nein, vielleicht. Und dann hier, ne, wenn man meint, die Ablehnung war nicht richtig, dann praktisch kommt es an den Netzbetreiber auch mal eine neue Perspektive. Und ansonsten ne, Storno der ursprünglichen Rechnung und da entsprechend die Neuausstellung mit wieder hier den Fristen und Verantwortungen. Also grob gesagt, diese Ergänzung der GBKE Teil 3 für die Zukunft ist vergleichbar mit der Netznutzungsabrechnung, nur eben jetzt vom Messstellenbetreiber an den Netzbetreiber und eben mit so den diversen Regeln, die jetzt aus dem Gesetz gekommen sind. Kann man also eigentlich mitarbeiten, das geht. So, jetzt hatten wir neben dieser GBKE-Ergänzung hier die Änderung des Messstellenbetreiber-Rahmenvertrages mit einem Sternchen. Denn wichtig, bitte nehmen Sie ausschließlich zu den gelb markierten Änderungen Stellung. Die rot markierten Änderungen, na, da ist die Konsultation bereits gelaufen, das war die aus dem Februar. Also in dem Dokument Messstellenbetreiber-Rahmenvertrag, was ja zur Konsultation steht, nur die gelb markierten, gelb hinterlegten Inhalte interessant. Man kann so ein bisschen scrollen. Also was hier rot ist, war das, was vorher schon geändert wurde. Für denjenigen, der sich das nicht angeschaut hatte, ist es auch jetzt noch interessant. Aber dann sehen wir hier was Gelbes. Zum Beispiel hier Anforderungen an die Messlokation. Messstellenbetreiber bestimmt im Rahmen der gesetzlichen Anforderungen, insbesondere MSB hier, Ort, Art, Zahl und Größe von Messeinrichtungen, beauftragten technischen Einrichtungen und Steuereinrichtungen. Was ist da jetzt die Änderung? Auch da natürlich ganz einfach der Trick anzuwenden, wenn man hier die ursprüngliche Variante von der Februar-Konsultation sich nochmal holt, hier dann in Paragraph 2 reingeht und das dann jetzt einfach mal hier vergleicht. Ich zoome noch ein bisschen raus. Ich kann es euch ja auch schon mal verraten. Das, was hier neu ist, ist das Thema beauftragte technische Einrichtungen. Also hier Art, Zahl und Größe von Mess- und Steuereinrichtungen. Jetzt ist hier der Ort dazu gekommen und dann auch noch die beauftragten technischen Einrichtungen. So, das ist die Änderung. Wenn wir weiter scrollen, sehen wir, dass das tatsächlich genauso auch an anderen Stellen zu finden ist. Ne? Wir sind jetzt hier praktisch beim Paragraph 6, direkt am Anfang. Und auch da geht es ansonsten nur auf die Messeinrichtungen, hier jetzt auch untechnische Einrichtungen, einschließlich Steuereinrichtungen. Ne? Das hat hier vorher gefehlt. Und weiter unten ne, haben der bisherige Messstellenbetreiber und der Netzbetreiber, da ist die Ergänzung, dass jetzt eben der Netzbetreiber mit formuliert ist, keinen Gebrauch mehr macht, hat der Messstellenbetreiber. Hier ist jetzt also der Netzbetreiber neu mit dazugekommen. Das ist schlussendlich aus der Struktur unseres neuen Messstellenbetriebsgesetzes logisch zu entnehmen. Also wir haben ja wirklich jetzt ein paar größere Würfe mit dem Gesetz zum Neustart der Digitalisierung der Energiewende. Und aus diesem Kontext heraus gibt es natürlich ein paar Änderungen auch an unserer Prozesswelt. Jetzt haben wir in Paragraph 9 außerdem einen Punkt 7 in dieser Auflistung und das ist tatsächlich ganz neu. Hier, genau. Hier ging es so bis zu 6, also 7. Der nach Paragraph 5 beauftragte Dritte kann für den Messbetrieb von integrierten Messsystemen, von Anschlussnetzbetreiber ein jährliches Entgelt verlangen, welches die Maßgabenversorgung sind. Und zwar, der Dritte nach Paragraph 5 ist, wie ihr vielleicht ja auch auswendig wisst, der vom Anschlussnutzer beauftragte Messbetreiber, der praktisch frei gewählt werden kann. Wir haben ja da dieses Auswahlrecht des Anschlussnutzers, das ist der Mieter und des Anschlussnehmers, das ist der Eigentümer, die praktisch einen wettbewerblichen Messstellenbetreiber beschließen können.
Und wo dann vor allem, ja, ich sag mal, auch dieser wettbewerbliche Charakter vorangetrieben werden soll. Und wenn man nun einen Wettbewerb hier sich auswählt, dann darf auch der natürlich den Netzbetreiber seine Entgeltkosten, zum Teil zumindest, aufdrängen geradezu, genauso wie es eben der grundzuständige Messnetzbetreiber machen würde. Das ist also auch nichts Überraschendes, relativ klare und logische Regelung. Dann haben wir in der 12 auch neu, Punkt 5, personenbezogene Daten sind gemäß den Anforderungen von Paragraph 52 Messnetzbetriebsgesetz zu anonymisieren oder zu pseudonymisieren. Dort ist der Bezug auf praktisch die Datenschutzgrundverordnung oder ich sage mal Pseudonymisierung, Anonymisierung von Daten gemäß der Datenschutzgrundverordnung mit praktisch so mindestens fünf Datensätze, die so miteinander in Verbindung gebracht werden, dass man auf den einzelnen nicht mehr Rückschluss ziehen kann. So in etwa ist das Mindestmaß an Pseudonymisierung praktisch zu verstehen. Na, also, dass man wirklich nicht auf den einzelnen Kunden allzu einfach runterkommen kann. Und dann sehen wir, war das schon das Letzte an gelben Anmerkungen. Also ist im Großen und Ganzen in dieser zweiten Konsultation, die jetzt noch bis Anfang Mitte Juli läuft, zu sehen, dass wir diese drei neuen Kapitel von GBKE Teil 3 rund um den Abrechnung der Messstellenbetriebsentgelte an den Netzbetreiber sehen. Und diese paar Änderungen hier im Messstellenbetreiber-Rahmenvertrag, das sich alles relativ logisch aus diesem Gesetz zum Neustart der Digitalisierung der Energiewende und damit dem Messstellenbetriebsgesetz ergibt. Aber natürlich kann es trotzdem sein, dass man in den Prozesswelten so ein paar Details anders sieht, anders haben möchte. Und deswegen kann man hier eine Konsultation natürlich auch mal laufen lassen und als Marktteilnehmer auch seine Meinung dazu sagen. Das ist natürlich völlig logisch. Wer sich damit dann auch im Weiteren beschäftigen will, ne? Also wer jetzt sagt, okay, habe ich verstanden, aber ja, wie läuft das jetzt die nächsten Monate und Jahre weiter? Der könnte zum Beispiel auch sagen, da will ich vielleicht eine Dienstleistung haben. Ich habe ja schon ein paar Mal erwähnt, wir haben ein Abo-Modell, wir haben einen Mitgliederbereich bei uns auf unserem Lernportal nnf.de rund um die Marktkommunikation. Und das haben wir natürlich auch schon zuerst so Sachen zu diesem 24-Stunden-Lieferantenwechsel aufgeschrieben. Also wer sich damit weiter beschäftigen möchte, kann mal bei uns hier praktisch vorbeischauen und das als Abo-Modell kaufen. 47 Euro brutto im Monat, kann jederzeit gekündigt werden, über klassische Wege, PayPal und Kreditkarte und so weiter gezahlt werden. Das ist no problemo. Da würdet ihr dann jeden Monat oder auch alle paar Wochen, wahrscheinlich sogar jede Woche, irgendwelche neuen exklusive Inhalte bekommen und dann praktisch per E-Mail, Newsletter informiert werden, was ist neu. Oder es halt, wenn ihr euch einloggt, als Markierung sehen, was ist neu. So, wenn ihr jetzt nochmal Fragen oder Anmerkungen habt zu diesem konkreten Thema der drei Kapitel im dritten Teil des GPKIs und zum Messstellenbetreiber-Rahmenvertrag habt, dann könnt ihr das gerne natürlich unten in die Kommentare schreiben. Und ansonsten wie immer, like das Video, abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke, damit ihr auch die nächsten Videos nicht verpasst. Und wie immer, bis zum nächsten Mal hier bei Energiewirtschaft, einfach der Online-Akademie für die Energiebranche. Mein Name ist Carsten Eckert.